Vor dem Hintergrund des Corona-Ausbruchs im Land hat Nordkorea 21 neue Todesfälle gemeldet. Die Opfer hätten sich unter den bisher mehr als 520.000 Menschen befunden, die seit Ende April Fieber bekommen hätten. Machthaber Kim Jong-un sprach bei einer Sitzung des Politbüros der herrschenden Arbeiterpartei von der Ausbreitung der bösartigen Krankheit, die einen großen Umbruch in der Geschichte des Landes darstelle. Zugleich äußerte sich Kim zuversichtlich, dass der Ausbruch kontrollierbar sei. Er habe die Parteiorganisationen auf allen Ebenen dazu aufgerufen, die Stoßbrigade und kugelsichere Mauer im gegenwärtigen intensiven Kampf gegen die Krankheit zu sein. Nordkorea hatte am Donnerstag zunächst von einer unbestimmten Zahl von Bewohnern der Hauptstadt Pjöngjang gesprochen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hätten. Einen Tag später hieß es, das Virus habe sich im ganzen Land verbreitet.